Die Dummheit von Bertolt Brecht. Tja, und Peter Butschke, der Künstler, ist am Telefon, der die Dummheit vertont hat. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen kurzen Brecht zu vertonen? Also, ich mag so Zitate, egal jetzt von welchen klugen Menschen, die so in wenigen Zeilen, vielleicht sogar in einem Satz, es total auf den Punkt bringen. Sprich die Wahrheit. Ja. Und von Brecht habe ich auch schon viele die lesen, unter anderem eben diese Zitat. Und das passte ja nun wirklich, wie du ja weißt, in diese Zeit total, leider muss man ja fast sagen. Und das hat mich so fasziniert, auch dieses Bild, was der im Prinzip da erzeugt. Und ich dachte, also irgendwie, ich kam von dieser Zeile nicht mehr los. Ich dachte so, jetzt muss ich mich hinsetzen, ich versuche da eine Musik zuzumachen. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen und wie man ja sicherlich hören kann, ist mir da was recht Gutes eingefallen. Ja, kurz und knapp auf den Punkt, die Dummheit, der Titel. Was bedeutet dir Brecht allgemein? Na, allgemein ist ein großer Denker und man kommt bis heute nicht an ihn vorbei und da kann man auch Kraft schöpfen. Also ich finde, also wie gesagt, ich sagte dir ja gerade, dass ich gerne auch solche Zitate lese, wo man nicht ein ellenlanges Buch lesen muss, sondern man liest zwei, drei Zeilen und dann ist es halt auf den Punkt. Und sowas mag ich sehr und wie gesagt, ich war ja schon öfter mal in seiner Zitatenstube und da fiel mir halt dieser Titel besonders auf, ne? Ja, und wie ist deine Inspiration entstanden? Wir haben ja jetzt zwei verrückte Jahre, auch mehrfach telefoniert in dieser Zeit. Hinter uns zunächst hat uns eine Krankheit in Bann gehalten und jetzt fließt es ineinander über in einen großen Konflikt, der Europa beherrscht. Ja, naja, die halten uns ja hier in Atem. Ne? Das ist ja gewollt. Ne? Das weiß man ja nun mittlerweile. Wer es wissen möchte, der weiß das auch. Und jetzt war ja so ein bisschen eine Atempause, aber die fangen ja mittlerweile schon wieder an. Also neben, es läuft ja parallel jetzt mittlerweile, dass die sich schon wieder auf den Herbst freuen, hat man den Eindruck, dass die Masse schon wieder so richtig schön ja in Angst und Schrecken versetzen kann. Und wie gesagt, das war mit der Hauptgrund, warum ich diesen Text auch gewählt habe, um ihn mal zu vertonen und dann in die Öffentlichkeit zu bringen. Ne? Der Stress war der Hauptgrund. Der Stress in der Ukraine läuft ja eigentlich auch schon eine ganze Zeit. Wie nimmst du das als Künstler wahr? Du wirst ja DDR geprägt, so wie ich sein, und die russische Kultur war uns ja auf jeden Fall sehr nahe gewesen. Was bedeutet dir das? Also, wenn man jetzt den Stand der Dinge sieht, der jetzt läuft, also ich habe vorhin gerade mal wieder einen Spruch gesehen, nochmal, Nachrichten höre ich mir grundsätzlich hier nicht mehr an, ich höre auch kein Radio mehr hier, weil das ertrage ich einfach nicht mehr, diese Lügerei ist unerträglich, was die ja an Propaganda machen. Und den Satz, den ich vorhin gerade las, auch hier von so einer Art Leitmedien, sinngemäß war, sie wollten Putin isolieren, was aber nicht klappte. Ja, jetzt hört man ab und zu öfter mal so ganz leichte Aussagen in diese Richtung gehend. Also zwar ballern die da immer noch wie die Bekloppten, also was man auch mitkriegt, die Ukrainer sind ja völlig von der Rolle gelassen. Und sowas lässt einen natürlich als man nicht unbedingt hat mit DDR-Bürger alleine nichts zu tun, aber jeder denkende Mensch, denke ich mal, der versucht im Kopf sauber zu bleiben, beschäftigt sich damit. Und es ist auch beängstigend. Und jetzt sieht man wirklich mal die Rolle dieses sogenannte Werte Westen, was der für eine Rolle spielt. Was ich eigentlich
also ich für mich sage das jetzt einfach mal so, immer schon wusste, auch nach der kurz nach der Wende dachte ich, das wird irgendwann so kippen, dass man das wahre Gesicht dann sieht. Und jetzt sieht man es ja auch, ja. So, also, das ist der Punkt. Und das Kuriose ist, wenn ich jetzt mal überleiten kann, noch zu ein paar Songs von uns, mit den Texten auch von Werner, an die du dich ja sicherlich auch erinnerst. Ich ergänze mal für die Hörer natürlich die beiden Pension Volkmann-Platten, bei denen Band oder bei der Band, bei dem Duo Pension Volkmann war ja Werner Kamer. Der Werner Kamer, ja im Prinzip das dritte Mitglied, der hat die Texte geschrieben. Du sagst es. Ja, nicht nur bei der, auch bei der, hast du die gar nicht? Die, doch, die habe ich auch, die habe ich auch, die dritte. Dann waren ja auch alle Werner-Texte. Genau. Die Traumtänzer, hast du die nicht? Ich habe sie. Du hast sie, okay, bin ich beruhigt, okay. Es sind ja eigentlich, wie gesagt, so viele Sachen und Texte da drin, die ja eigentlich, die hätte er heute auch schreiben können, ja. Also die zeitlos sind. Nun kann man sich ja fast sagen, das ist fast erschreckend, oder auf der einen Seite kann man sich freuen, dass man Texte hat, die so lange Bestand haben, aber dann fragt man sich, na, was verändert sich denn nun eigentlich hier auf diesem Erdenball, ja? Ja, ja, ist eine schreckliche Geschichte. Ich war ja 18, als der antifaschistische Schutzwall in die Knie gegangen wurde, und habe damals durchaus für ein paar Jahre einen gewissen Optimismus gepflegt, dass ich gedacht habe, naja, man wird sich doch zusammenraufen und irgendwie eine vernünftigere Welt mitkriegen. Ich habe sehr wohl damals auch schon Kritiker wie Peter Hacks zum Beispiel mitbekommen, die klipp und klar gesagt haben, dass jetzt hier so die Tür aufgemacht wird, im schlimmsten Fall zum Dritten Weltkrieg. Und jetzt gibt es da für mich, oder seit vielen Jahren schon, gibt es für mich da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Aber erschrocken bin ich schon auch. Ja, siehst du. Also für mich war das schon auch zur Wendezeit klar und eben auch zu DDR-Zeiten. Also ich bin in der DDR groß geworden, 50 geboren. Und natürlich hat man die Widersprüche mitbekommen. Man war ja wach, weißt du. Und aber für mich war immer eins klar, die Alternative war nie die andere Seite, nie. Und mir war auch klar, wenn die Mauer fällt, was ich eben schon angedeutet habe, die werden ihr wahres Gesicht schon noch zeigen. Und das ist es jetzt. Und das zeigen sie jetzt, ja. Also es ist wirklich erschreckend. Es ist erschreckend und ich mache mir auch große Sorgen. Ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile schon in so einem Alter, wo man sagt, okay, bist schon lange über den Berg. Aber man hat Kinder und Enkelkinder, ja. Ich auch. Ja, siehst du. Und es interessiert diese, ich sage jetzt wirklich das Wort, für mich sind es mittlerweile Verbrecher, ich benutze dieses Wort. Es interessiert sie nicht. Es interessiert sie nicht. Sie wollen, mit allen Mitteln wollen sie dieses System erhalten. Ich weiß nicht, ob du schon was von diesem Reset gehört hast, mit diesem unsäglichen Schwab. Ich hab's gelesen. Ja, siehst du, dann bist du ja informiert. Also es ist doch der blanke Wahnsinn, was diese Idioten da vorhaben. Es ist doch der blanke Wahnsinn. Und diese ganze Corona Sache, die sie da angezettelt haben, das spielt alles damit rein, das hat alles diese Ursachen, ja. Ich befürchte das auch, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, und ich glaube, es sind viele, die mich ja auch gefragt haben, nachdem sie gesehen haben, dass dieser Titel auf Nummer 1 ist, frag doch mal den Peter Butschke, was der dazu meint, und ich glaube, du hast da sehr, sehr vieles gesagt, und wenn da nur ein Stückwerk davon richtig ist, ist das schon viel zu viel Richtiges. Ja. Ja, genau, du sagst es, genau. Genau, also wie gesagt, diese ganzen Sachen, wenn man versucht, einigermaßen im Kopf sauber zu bleiben, die bombardieren ja die Masse mit Propaganda. Es ist ja wirklich nicht zum Aushalten, ob das die sind alle unsäglich. Anne Will, die Ilna, du kannst ja jede Talkshow auch nehmen, und es geht immer in Richtung Russenbashing, und es wird da wirklich das Blaue, das Schwarze vom Himmel gelogen. Es ist wirklich unerträglich und kaum zu fassen. Aber wie gesagt, ich wusste damals schon, dass die irgendwann ihr Gesicht, ihr wahres Gesicht zeigen. Ich wusste bloß nicht, wie es aussehen wird, ja.
Ja, jetzt kann man ein bisschen überrascht sein. Weißt du, was mich am meisten überrascht? Dass diese Art fast rassistische Russenfeindlichkeit dabei ist, dass das so gut funktioniert. Wie wertest du das als Künstler? Also, und vor allen Dingen, was auch jetzt hier mit den Ukrainern, die jetzt hierher gekommen sind, ein Teil ist ja schon wieder zurückgegangen, darüber beschwert sich ja der Herr, dieser unsägliche sogenannte Diplomat Melnik, wie lange, was die auch dem Typen für eine Bühne hier bieten, das ist. Das ist doch unglaublich. Der ist doch genauso ein Verbrecher wie die andere Bande, ja, und Baerbock und wie die alle heißen da. Also wie die Grüne Partei, wie die sich entwickelt haben, das sind ja wirklich die allerschärfsten Kriegstreiber hier in diesem Land geworden. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, ja. Und ich bin ja nur auch immer noch, und wir sehen uns ja öfter bei Facebook, wie viele Leute also diesem Narrativ hinterherrennen, das trifft genau den Text von Brecht. Ja, es ist ja leider immer noch die Mehrzahl. Eindeutig. Ja. Drum ist es so wichtig, dass dieses Stück bei uns rauf und runter läuft, dass es auch hier zu hören war, dass es natürlich auch weiter zu hören sein wird und dass du das gemacht hast. Und mich erschreckt, dass dieses so gut funktioniert, das erschreckt mich tatsächlich. Aber wie gesagt, Brecht hat das sehr, sehr gut erkannt. Mal zurück zur Kunst. Du malst auch viel und machst du weitere Musiktitel? Bereitest du was vor für deine Hörer? Ja, du hast ja vorhin schon angedeutet, mit El Alemán und Carsten Treuke, dass wir so ein kleines Kollektiv sind. Eine Brigade. Brigade. Und wir liegen ja alle da auf einer Wellenlänge. Und ja, ich bin dabei, eine neue CD zu machen. Aber ich lasse mir da im Moment auch ein bisschen Zeit. Und was da das Neue ist, da sind alle Texte von mir diesmal, nicht weil ich mich mit Werner zerstritten habe, nee, ganz im Gegenteil, wir haben immer noch einen Draht zueinander, aber im Laufe der Zeit sind mir ein paar Sachen eingefallen und die habe ich vertont und die werden auf dieser neuen CD erscheinen. Oder vielleicht wird es ja auch mal, oder wenigstens ein paar LPs, wir wollen auch mal ein paar LPs noch machen. Und ja, man darf hoffentlich gespannt sein, ne? Dann werden wir jetzt nochmal die Dummheit hören, unsere Nummer 1. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir einen tollen Sommer und wenn das neue Material da ist, bitte mir als Erste sagen. Na, darauf kannst du aber, naja, Gift nehmen will ich jetzt nicht. So passieren. Gift kriegen wir. Das ist doch logisch. Ist doch vollkommen klar. Peter Butschke, dank dir. Ich danke dir. Bleib gesund. Unsichtbar wird die Dummheit. Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat. Wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat.